Wir kommen zum Berichterstatter, Stadtrat Kaufmann. Bitte, Reinhard. Ja, meine Damen und Herren, ein Antrag für ein Vorhaben in unserer Reststoffdeponie. Es ist sozusagen ein Nachtrag zum Antrag aus dem letzten Gemeinderat. Da gab es noch zu einem Teil dieses Projekts der neuen Brunnen- und Sondenbohrungen, und zwar die Herstellung der Flächen, wo die Bohrmaschinen aufgestellt werden. Dieser Teil des Projekts wurde aufgrund eines Fehlers der vorbereitenden Planung damals nicht so weit fertiggestellt und wir konnten das nicht abstimmen. Das trage ich heute nach, diesen Teil. Und es geht hier um Kosten in der Höhe von 42.239,97 exklusive Umsatzsteuer. Vielleicht ein Hinweis noch, wer den Amtsbericht gelesen hat, es sind hier extreme Unterschiede zwischen den Angeboten. Wir haben das billigste Gebot genau überprüft, ob das realistisch darstellbar ist, und das hat sich ergeben. Es liegt auch an der geografischen, ist aber nur ein Aspekt, an der geografischen Situierung des Anbieters, aber es konnte festgestellt werden, dass das ein realistisches Angebot ist, obwohl es sehr deutlich billiger ist als das Höchstangebot. In diesem Fall, aber das wurde geprüft. Ich bitte um allenfalls Diskussion, aber vor allem um Zustimmung. Ja, danke, dass das noch einmal angesehen wurde, weil es war wirklich eklatanter Unterschied und wir haben ja nichts davon, wenn wir jemanden beauftragen und der schafft es dann nicht zu diesem Preis und der Wettbewerb wird verzerrt. Zu Wort gemeldet der Gemeinderat Dummerer, bitte auch noch. Ja, wertes Präsidium, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, wenn ich Reststoffdeponie her, ja, da zieht es mir wieder zusammen, da kriege ich eine Ganselhaut. Weil da fließen die Beträge dahin. Ich möchte aber gleich vorausschicken, unsere Partei, unsere Fraktion ist nicht jetzt gegen einen Umweltschutz. Aber mir kommt es schon vor, da rennen über die Jahre Projekte, Summen, dass da Tor aufstellt, muss ich sagen. Meine Meinung ist schon langsam, dass das vom Umweltamt eine Spielwiese wird bei uns da in der Reststoffdeponie. Ich hätte gerne mal Messdaten oder irgend sowas, ist sowas greifbar für uns einmal, dass man irgendwo selber Unterlagen hat. Also wir können gerne mal eine Besprechung machen, wo man den Damen der Leitung, der Geschäftsführung, ja, des RHV alle Fragen stellen kann, ja, die in dem Zusammenhang wichtig sind. Also, es gibt sicherlich keine Geheimnisse, da können wir uns was ausmachen. Ja, jederzeit. Ja. Danke. Mir liegt keine Wortmeldung mehr vor. Dann kommen wir zur Abstimmung. Wer für diesen Antrag ist, bitte ein Zeichen mit der Hand. Jemand dagegen? Stimme, Enthaltung? Dagegen? Dagegen. Stimmenthaltung? Antrag wurde mit Mehrheit angenommen.